So, schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute habe ich hier wieder mal das erste Wort, weil ich habe einen neuen Partner heute, weil der Sascha Aurich nicht da ist. An der anderen Seite des Tisches Oliver Hach, bei uns Reporter im zentralen Rechercheressort und dort auch stellvertretender Ressortleiter. Heute hier wollen wir über Olympia reden und fangen gleich an. Ja, hallo Thorsten. Wie gesagt, Olympia heute unser Tagesthema. Die Spiele beginnen in Peking. Soeben erreichte uns allerdings die Nachricht, dass der Kombinierer Erik Frenzel positiv aufs Coronavirus getestet wurde. Erik Frenzel ist eine Medaillenhoffnung für Sachsen und Deutschland. Und es wird wahrscheinlich noch weitere Sportler treffen mit Quarantänemaßnahmen. Was bedeutet das jetzt? Also kann man sagen, unter diesen Bedingungen Olympia, sollte man das überhaupt machen? Ja, ist in der Tat eine ganz schwere Frage, weil da spielt sehr viel rein, aber man kann anhand dieser Nachricht schon erahnen, dass es wieder eine ähnliche Lotterie wird, wie wir es jetzt vor kurzem auch gerade bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei erlebt haben, wo sehr viele Infektionsfälle, Quarantänefälle einfach den sportlichen Wert der Wettkämpfe dann doch beeinträchtigt haben. Also das muss man befürchten. Die Frage, sollte man das jetzt, hätte man es nochmal verschieben sollen, wie die Sommerspiele, ist echt schwer, weil man kann natürlich auch so einen Trainingsrhythmus nicht nochmal einfach um 12 Monate nach hinten verschieben. Selbst wenn die technischen Vorbereitungen getroffen wurden, ich glaube, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mal ganz abgesehen von Corona, Gastgeber der Winterspiele 2022 ist ja auch ein Land mit massiven Menschenrechtsverletzungen einerseits und andererseits aber auch gigantischen neuen Sportanlagen, die allerdings teilweise mit massiven Eingriffen in die Natur in eine Gegend gebaut wurden, wo auch kaum Schnee vorhanden ist. Mit welchen Gefühlen blicken Sie da auf die Olympischen Spiele in China? Also ist es eine ganz individuelle Geschichte, wie man auch diesen Sportwettkämpfen jetzt entgegentritt. Ne? Es wird genauso viel Freude geben bei vielen Sportfans, dass es endlich losgeht, dass sie ihre Sportler da beobachten können. Und Olympia war noch nie frei von politischen Einflüssen. Olympia war schon immer, wie alle großen Sportveranstaltungen, auch Teil einer Systemauseinandersetzung. Und im Moment ist es so, dass die freien Gesellschaften des Westens, die Demokratien und diese Systemauseinandersetzung mit den eher autoritär regierten Staaten echt ein Problem haben, einen Nachteil haben, weil große Sportveranstaltungen sind in den Demokratien kaum noch durchzusetzen, weil die Menschen nicht mehr akzeptieren, dass man so riesig viel Geld ausgeben sollte für eine einzelne oder für einen Sportwettkampf über 4 Wochen hinweg, wo selten die Nachnutzung so geklärt ist, wie es vielleicht früher noch mal war. Wir erinnern uns viele, oder ich erinnere mich gerne an 1994, die Olympischen Spiele in Lillehammer, wo das einfach etwas Natürliches hatte, wo Sport dort stand, dort stattfand, wo er auch normalerweise getrieben wird. Heute wird er dorthin gebracht, wo er stattfinden soll, wo man sich darstellen will. Das ist bei Fußball-WM in Katar nicht anders als jetzt bei den Olympischen Spielen. Aber wie gesagt, Sport war schon immer Teil einer gewissen, hatte schon immer eine politische Implikation. Wie gehen wir denn mit der Situation um? Wie berichtet denn die freie Presse aus Peking? Ja, wir haben uns entschieden, diesmal niemanden nach Peking zu den Olympischen Spielen zu schicken, obwohl wir das eigentlich geplant hatten. Das hat in erster Linie mit den Corona-Bedingungen zu tun und das, was daraus für die Berichterstattung folgt. Ja. Also die Kollegen aus dem Sport haben ja dann halt auch berichtet, dass die Art und Weise, wie sie an die Sportler rankommen, wie sie berichten können, das alles so kompliziert und so indirekt stattfindet, dass wir uns entschieden haben, es von hier aus zu tun. Wir haben unser Netzwerk natürlich vor Ort. Wir haben auch seit vielen Jahren einen Korrespondenten in Peking, der für viele Medien schreibt, der auch uns mit der entsprechenden Hintergrundinformation versorgt. Und wir nutzen natürlich auch Nachrichtenagenturen und auch Kooperationen mit anderen Medien, um, glaube ich, unsere Leserinnen und Leser gut über die Olympischen Spiele und vor allen Dingen die 8 Sportler aus unserer Region informieren zu können. Da werden wir uns viel Mühe geben und die Sportkollegen verfügen über so viel Kompetenz, dass wir das auch mit der gewissen Distanz, die wir jetzt nach Peking haben, schaffen werden. Okay, das klingt so, als können wir uns in jedem Fall auf eine spannende Berichterstattung freuen. Das denke ich auch. Vielen Dank. Danke auch.